Peace, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Caramella hinter der Maurice Kamera. Was geht, Leute? Und erstmal frohe Weihnachten an euch. Frohe Weihnachten. Wir hier in Australien haben irgendwie dieses Jahr nicht so richtig das Weihnachtsfeeling, ne? Naja, ich finde schon schön. Es scheint immer die Sonne, wir haben keine Weihnachtsdeko und wir verschenken auch nicht so richtig Geschenke an unsere Freunde und Familie, weil die ja ganz schön weit weg sind. Letztens haben wir ja Geld gewonnen in einem Video und wir wollten euch entscheiden lassen, was wir davon machen. Und ein Kommentar hat uns besonders gut gefallen. Und zwar, dass wir das Geld nutzen sollten, um Obdachlosen etwas zu schenken. Und jetzt, wo gerade Weihnachtszeit ist, dachten wir uns, ey, das passt mega gut und wir können auch einfach mal ein bisschen was zurückgeben. Währenddessen wir schon andere Videos gedreht haben, haben wir schon sehr viele Obdachlose gesehen. Deswegen wissen wir auf jeden Fall auch, dass da Bedarf ist. Wir fahren da jetzt erstmal hin, fragen die, was sie sich so wünschen und dann besorgen wir das und verschenken ein bisschen Freude. Wir sind in der Stadt angekommen und wir wollten auf jeden Fall nochmal sagen, wir müssen die Leute auf jeden Fall vorher erstmal fragen, ob wir die filmen dürfen. Kann ja auch sein, dass sie gar nicht gefilmt werden wollen. Aber mal schauen, ich würde sagen, wir begeben uns jetzt erstmal auf die Suche nach Obdachlosen und schauen mal, was sie sich so zu Weihnachten wünschen. Ich wollte schon immer Weihnachtsmann sein. So, do you want something to eat? We want to buy something. Coffee. Okay, wir waren jetzt bei der ersten Person und es war echt schwierig, das alles zu verstehen, also auch vom Englisch her und so. Aber ich glaube, der Mann hat sich einfach schon mal auch mega gefreut, dass wir ihm einfach zugehört haben und uns seine Geschichten angehört haben. Und er meinte, er wünscht sich einfach nur Kaffee und ein bisschen was zu essen. Und ich würde sagen, das besorgen wir ihm jetzt, ein bisschen was weihnachtliches, schokoladiges. Und machen da jetzt einfach nochmal 20 Dollar dran, weil ich glaube, damit würde er nicht rechnen. Er hat uns auch gar nicht nach Geld oder so gefragt. Also glaube ich, dass ihm das auf jeden Fall eine mega Freude machen würde, oder? Ja, ich glaube auch. Sehr schön. Wir haben sein Cappuccino und Schokobrötchen, etwas weihnachtliches und machen da jetzt noch 20 Euro dran und bringen ihm das. Und ich will auf gar keinen Fall irgendwas in den Kommentaren lesen von wegen, ihr macht das wegen Klicks und warum macht ihr das nicht einfach ohne Kamera? Wir wollen einfach Leute jetzt gerade zur Weihnachtszeit inspirieren, einfach sowas nachzumachen. Wir haben eine Freundin, Stella Bossi, und es gibt eine App, da kann man sich als Influencer sozusagen kostenloses Essen holen. Und das hat sie halt auch einfach an Obdachlose in Berlin verschenkt. Und das war auch schon so ein bisschen inspirierend, sowas einfach auch nachzumachen. Es ist halt echt nicht schwer und wenn es schon nur 10 Leute nachmachen, haben wir, finde ich, schon mega was erreicht und bewegen was. Deswegen gehen wir zu ihm hin und mal schauen, ob er sich freut. Also da hätte ich auch Bock drauf. Wirklich, ich auch. So, also ich hoffe, er hat sich gefreut. Also ich kann auf jeden Fall nicht alles verstehen, was er gesagt hat, aber über einige Sachen haben wir uns auf jeden Fall unterhalten. Sein Personalausweis wurde gestern auf jeden Fall geklaut. Aber er hat hoffentlich jetzt was Leckeres zu essen, bisschen Geld. Und ich würde sagen, dann machen wir jetzt weiter, oder? Ja. Also wir mussten jetzt wirklich nicht weit gehen, wir sind gerade 30 Sekunden gegangen. Und wir haben auf jeden Fall den nächsten, das ist auch ein Mann gefunden, den wir auf jeden Fall was schenken wollen. Er hat sogar eine Weihnachtsmütze gerade auf und ist sogar schon ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Und wir gehen auch einfach mal hin und fragen, ob er einen Weihnachtswunsch hat. Und dann versuchen wir ihn, den mal zu erfüllen. Okay, er wünscht sich auf jeden Fall ein bisschen Geld. Vielleicht ein bisschen Schokolade, meinte er. Jetzt sind wir wieder hier in unserem allbekannten Supermarkt und holen ihm ein bisschen Schokolade. Das ist das nächste Weihnachtsgeschenk. Wieder 20 Dollar. Wir dachten, das ist eigentlich so eine angemessene Summe. Und ein bisschen Schokolade und ein Schoko-Weihnachtsmann. Und ich denke, er freut sich auch. Aber wir schauen mal. Yeah, Merry Christmas. Yeah, Merry Christmas. Bye. Oh, wie süß. Der war echt richtig cute, ne? Er war schon richtig in Weihnachtsstimmung. Das hat mich gerade echt voll gefreut. Er hat sich voll gefreut. Was ich halt übel krass finde, ist, die fragen nicht nach Geld oder sonst was. Die sagen halt wirklich so, also er hat von Anfang an gesagt, erst nichts. Ich so, hä? Hast du keinen Wunsch? Irgendwas Schokolade, irgendwas Kleines? Also nö. Dann hat er gesagt Schokolade, ne? Ja, genau. Und dann meinte ich so, Money oder sowas. Dann meinte er, ja, ja. Schon. Okay, hier ist ein Mann, den haben wir jetzt schon öfter mal gesehen, als wir hier lang gegangen sind. Und er sammelt Geld für ein Familienmitglied, hat er auf seine Tafel auf jeden Fall geschrieben für eine Operation. Und ihm wollen wir auf jeden Fall auch ein bisschen Geld schenken und ein kleines Weihnachtsgeschenk machen, oder? Ja. Ja, dann fragen wir erstmal, ob er vielleicht auch noch was anderes braucht. Und wenn nicht, dann schenken wir ihm einfach 30 Dollar, würde ich sagen, oder? Ja. Thank you. Yeah, I hope you have a great Christmas and get all the money. Ey, so krass, wir haben gerade 20 Minuten mit ihm geredet, glaube ich, und er hat uns übel viel erzählt, halt auch, warum er überhaupt auf der Straße sitzt, wofür er das halt macht. Und er hat halt auch angesprochen, dass das Sozial-, also dieses Versicherungssystem und Gesundheitssystem hier komplett anders ist. Wir haben halt gesagt, dass wir aus Deutschland kommen und er meint halt, dass so die Sozialversicherung und sowas ist halt mega gut und er meint halt, seine Tochter geht's hier mega schlecht und die braucht 1000 Dollar pro Woche. An Medizin. Genau. Ich, ne? Und er meinte, das können sie sich einfach hier nicht leisten. Und er meinte, in Deutschland ist halt gut, dass es diese Krankenversicherung und sowas gibt, was es hier halt gar nicht gibt. Also ich habe nicht alles genau verstanden, aber man weiß ja auch, dass in Deutschland, dass wir es relativ gut haben und man eigentlich immer irgendwie Hilfe von irgendeinem Amt oder so bekommt. Ja, genau, das hat er auch die ganze Zeit gesagt. Und hier ist es halt anders so, wenn du dann auf der Straße erstmal bist. Und viele rutschen halt auch mega schnell ab, auch vor allem durch Drogen und so. Ne? Das haben wir halt auch schon voll viel mitbekommen und auch schon viele Berichte drüber gesehen. Und wenn du nachher erstmal auf der Straße bist, dann ist es halt schwieriger auf jeden Fall, als in Deutschland da wieder wegzukommen. Ah, okay, dafür helfen wir ja und hoffen, das bringt jetzt ein bisschen was. Merry Christmas!
Wir sind jetzt gerade nochmal hier die Straße lang gegangen und an der Straße hier sind wirklich überall irgendwie so Obdachlosenbetten und haben so ihre Betten hier aufgebaut. Und es liegt auch sogar Essen da drauf, also es geben wohl viele Leute ein bisschen was ab. Wir legen da jetzt auch nochmal $5 hin. Wenn die Person wiederkommt, dann freut sie sich bestimmt auch darüber. Ich würde sagen, wir schauen nochmal, ob wir noch eine Person finden und fragen sie nochmal, was sie sich zu Weihnachten wünscht. Wir haben jetzt gerade noch eine Frau gefunden und sie meinte, sie braucht halt ein bisschen Geld. Und ich würde sagen, das schenken wir jetzt und dann freut sie sich auf jeden Fall. I hope you have a good Christmas. Wir hoffen, dass wir ein paar Leuten eine Freude machen können, auch wenn es nur ein bisschen ist, aber wie gesagt, was Kleines hilft auch. Sogar die Weihnachtsmänner helfen was, oder? Die verteilen wir jetzt auf jeden Fall noch und dann hatten wir schon mal eine kleine Bescherung. Wir sind alle Schoko-Weihnachtsmänner losgeworden. Ein paar wollten auch nicht gefilmt werden, aber die haben sich trotzdem alle mega gefreut. Ich finde richtig gut, dass wir sowas Gutes getan haben mal. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und es war eigentlich wirklich easy, also es hat schon ein bisschen Überwindung für mich gekostet. Halt, das Ding ist, ich nehme irgendwie die ganzen Gefühle, die ausstrahlen, voll auf und muss das alles verarbeiten und so. Und mich macht das halt voll traurig und voll erschreckend. Aber ich hoffe, wir konnten ihnen ein bisschen helfen und ich hoffe auch, dass wir euch ein bisschen inspirieren konnten oder irgendjemand da draußen, der sowas vielleicht auch macht oder vielleicht eine andere Idee hat zu helfen. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine mega schöne Weihnacht und ein mega tolles Fest mit eurer Familie und wir sehen uns morgen. Bis dahin, peace out, rein, tschüss.